Da ist gerade ein Arm rumgeflogen. Hast du das richtig gesehen? Leute. Ich spawn ja nicht ganz endlos die Dinger, oder? Geh weg. So, ich hole aber trotzdem erstmal mein Solid Eye erstmal wieder ran. Guten Tag. Lass mal nachladen kurz. So viel Zeit muss sein. So. Ich würde auf jeden Fall gerne erstmal umschauen hier, ne? Könnte ich eventuell einen Aufzug benutzen, will ich aber noch gar nicht. Oh, ich hoffe, ich muss ja auch wieder den Power Key holen. Das wäre cool. 5-7 verkauft. 3000 kostet die. Bring! Nerv mich nicht. So. Geh mich weg mit deiner Fresse. Okay, das Wasser. Ja, wir erkunden mal in aller Ruhe. Wie gesagt, läuft ja nichts weg. Warum ist hier nichts? Doof. Oh. War ich in dem Bereich schon mal? Nee, ne? Ganz viel Munition. Gute Munition, M4-Munition. Ja, die Raben lasse ich, oder Krähen lasse ich mal einfach mal im Leben. Ja, wir gucken jetzt mal hier durch. Mal schauen. Meine Nase juckt. Ah, die Allergie nervt dieses Jahr echt kolossal. So, mal vorsichtig. Hier könnte noch einer rumfleuchen. Achso, da habe ich schon genug Rationen. Ach, hier ist einer. Alles klar. Hallo. So. Jetzt haben wir hier Ruhe. So wollte ich doch haben. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, jetzt sind wir hier, glaube ich, eigentlich schon so gut wie durch. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich doch mal weitergehen. Gucken wir uns hier nochmal um. Ha, siehst du, Railgun-Munition. Ist wahrscheinlich auch nicht unwichtig. Das war mal ein Aufzug. Ich hätte mir hier so gewünscht, dass wir hier in jedem Bereich wirklich das äquivalente Metal Gear 1-Theme hätten. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen danach, ne? Aber es ist wahrscheinlich eine Abart, eine modernere Version. Ohne den Pathos, der normalerweise mit drin ist. Oder leicht... Ach nee, hier gehe ich wieder zurück. Okay, da unten muss ich hin. Ach, guck mal, es funktioniert. Habe ich eine Ausdaueranzeige? Geht das noch? Nee, schade, man kann sich, man kann da keine... Da oben ist meine Ausdaueranzeige. Wie geil ist das denn? Man kann leider keine Klimmzüge mehr machen. Du solltest es eigentlich fallen lassen, Kollege. Au. Wobei, weiß ich, wäre ich ja voll mit meinen Klöten draufgeflogen. Egal. So. Gut. Dann rufen wir einen Aufzug. Mal gucken, wo wir mal hin können. Wollte ich so ein bisschen meine physische, psychische Gedöns mal aufladen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Okay, 1 oder 5. Schade. Ein paar mehr Optionen hätte ich mir schon noch gewünscht. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? She might be a spy. To kill me. Is that all you cared about? Frank Jaeger. The man who you destroyed was my brother and my only family. Great Fox. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge. But I can't go yet. I still have a job to do. I vowed revenge. Ja, im ersten Teil ist es hier schon sehr, sehr, sehr stark Richtung Ende, was hier zugeht. Und da haben wir gerade erfahren, Hilfe, dass, ja, Frank Jaeger, beziehungsweise Ninja, den hatten wir ja damals ja hier auch getroffen. Und ja, bei Metal Gear 2 müsste das gewesen sein, deswegen, ich freue mich hart, die ganze Reihe einfach nochmal zu zocken.
Hat auch Tony, glaube ich, geschrieben. Ich könnte natürlich auch eine Zusammenfassung angucken, aber das ist ja uncool. Nee, wenn er mich nochmal durchleben. Ja, war mein ehemaliger Partner. Und, ja. In Teil 1, beziehungsweise in Teil 2. Ich glaube, Teil 1 habe ich ihn sogar gerettet bei Metal Gear 1, wenn ich mich nicht täusche. Teil 2, ja, habe ich dann gegen ihn gekämpft. Und Teil 3 habe ich gegen ihn gekämpft und er hat mir geholfen. Ja. Und das mochte wohl Naomi nicht, zumindest die Geschehnisse aus dem zweiten Teil. Deswegen, ja. Man darf nicht so gut Kirschen essen. Sollen wir unsere Railgun mal ausprobieren? Einfach, weil wir es können. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr Metal Gear Waxes. Nee, das ist ja gar kein Metal Gear Wax, sorry. Keine Geckos. Ach komm, probieren wir mal aus, ne? Kostet die Welt. Nein, keine Munition kaufen. Ist bestimmt schweineteuer. Wo ist sie? Hilfe. Okay, also die ist auf jeden Fall extrem stark, so wie es aussieht. Alter! Jo! Läuft, würde ich sagen. Alter, was ist das denn für ein Gerät? Guck ich das mal bitte an. Ich möchte ihn in jeder Sequenz mitnehmen. Alter Vater. Okay, Test bestanden, würde ich sagen. Ist in ganz in Ordnung, die Waffe. Alter Vater. Ja, okay. Huiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich muss auf jeden Fall mir trotzdem noch mal Gedanken machen, wie ich an höher gelegene Sachen komme. Ob der MK3 irgendwie so vielleicht so ein Jetpack hat oder sowas, wovon ich nichts weiß, weil Gegenstände einsammeln, damit kann ich, glaube ich. Weil ich denke immer noch an das eine Lied, was ich nicht bekommen habe, ne? Was mich auch ein bisschen nervt. Ja. Das ist ja schon der Hangar, ne? Ich fange jetzt gerade mal so auf, wo der Rex, glaube ich, stand. Oder vertue ich mich hier gerade? Schweset nicht. So, okay, das ist voll, das ist klar. Ja, die Betäubungspistolen werde ich hier jetzt, glaube ich, auch in dem Kapitel nicht mehr benutzen müssen. Busanlage Nord. Ach, guck mal. Ah, da ist ja jetzt hier alles vertreten. Okay, verstehe. Hallo, wie geht es dir? So gut. Ja, Vorsicht. Ach, wurde ich etwa entdeckt? Das hätte ich jetzt eigentlich nicht vermutet. Ich traue mich gar nicht mehr, echt mit der Waffe auf einen Menschen zu schießen. Das ist ja dann ja... Also wirklich, das ist dann ja... Wow. Kann ich eigentlich keinem antun. Ach, wenn ihr mich seht, dann seht mich doch nicht. Scheißegal. Kurz den Boden einmal übernehmen. Ah, hallo. Okay, jetzt habt ihr mich endlich gesehen. Ja, ups, Entschuldigung. Ich war jetzt so tatsächlich nicht geplant. Ah, da ist noch ein fucking, hier. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, der ist schon mal weg. Was sind das denn für krasse Scheißdinger? Uah. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach so in die Luft springen. Das sah zumindest nach der Flasche aus, wo du drauf bist. Komm, 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 komm. So. Von der Seite auch noch ein paar. Nicht jetzt nachladen, ungünstiges Timing. Kann man da noch? Warum ist der Gecko? Ja, mit der Railgun ist ja richtig geil. Und schön erstmal aufladen. Schubidupidu. Level 2, Level 3. Das ist gar kein. Ach, fuck, ich dachte, das wäre ein Gecko. Scheiße. Egal. Aber da ist auf jeden Fall nur einer, den hört man.
Da-dam. Ah, das sind die, die da oben dran hängen. Kein Problem. Wo bist du? Da. Ich will eigentlich auch mal den Schussmodus wechseln, ne? Fällt mir gerade so ein. So. Wo ist der Gecko? Ja, kann man sich auch wieder mal aufrichten. Oh, Jeffen-Raketenwerfer Munition, warum nicht? Okay. Ja, den holen wir uns auch eben. Komm, scheiß drauf. Kann ich CQC damit machen, ist mir nice. Relas. Das ist so gut, ne? Schön, schön, wirklich. Gefällt mir. Wo komme ich hier hin? Ich jetzt wieder zurück? Ja, ne, bestimmt. Ich lebe mal das Ding eigentlich nach. Okay. Das ist halt einfach ein normales Magazin. Okay. Ich meine, Frage war aber nicht ungerechtfertigt. Dann nutzen wir doch nochmal. Also die Waffen machen hier auch Spaß, muss ich sagen. Also es funktioniert gut. Was? Oh, eine Nase. So, wie sieht mein Stresslevel überhaupt und alles aus? Eigentlich alles im grünen Bereich, ne? Schön. Ein bisschen Angst, dass es da jetzt was Großes aufgeht. Und dann noch was Großes kommt. Was ist da noch? Lass mich nur mal kurz einmal erholen. Einmal die beiden Energien. Außerdem haben wir jetzt die wunderschöne Gitter-Tarnung, natürlich, ne? Okay, ich muss jetzt erstmal checken, ob ich überhaupt aufnehme. So nach einer halben Stunde Aufnahme, ne? Warum auch nicht? So. Ist noch nicht ganz voll, aber machen wir jetzt gleich. Wir müssen ja eh nochmal runter. Ich denke mal, die Raketen, die werden ein paar Mal kosten. Komm, geh voll. Vielen herzlichen Dank. Die Waffe können wir auf jeden Fall mal wegpacken. Nehmen wir die M4 wieder. Und das Solid Eye. Hier muss es doch was geben. Also mehr als das, was ich bisher fand. Es ist auch erstaunlich, wie viel Munition es hier nur gibt. Obwohl das hier eigentlich eine verlassene Basis ist. Wo wir bisher wirklich noch kein Leben gesehen haben. Außer, okay, Crying Wolf. Und ungefähr 300 Soldaten, okay. Aber auch nur im Zusammenhang mit dem Kampf von Crying Wolf. Ja, okay. Hätte ich mir das Regenerieren sparen können. Egal. Fahren wir vorne. Zack. Munition. Unterirdische Basis. Die Ladezeiten sind echt schnell, aber wahrscheinlich, weil ich das Spiel auch installiert habe. Okay. Ich glaube, es sind ganz viele Mäuse, Ratten, irgendwas in der Richtung. Jetzt können wir zum Beispiel mal, ne? Da können wir das eigentlich mal nutzen. Nehmen wir uns am MK3. Ich hoffe, der passt da durch. Ja, tatsächlich, der bückt sich. Jetzt können wir nämlich hier schon mal ein bisschen erkunden. Kurz die Tarnung an. Hallo, ich bin getarnt? Kann kein Treppen gehen, ich hüpfte hoch. Hüpp! Tripp! Das geht mich alles nicht. Ich will, dass er Jetpack-Fähigkeiten hat. Das ist nicht dieser Turm, wo ich da irgendwie 300 Jahre lang nach oben gehen muss, ne? Ha! Wegermunition, das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, Nudeln. Nudeln sind auf jeden Fall extrem gut. Tack. Hallöchen. Einen möchte ich ja wenigstens mal hier so einen Stromschlag verpassen. Aua. Ja, ist okay. Was gefunden. ja. Raygun ist, glaube ich, jetzt ein bisschen viel. Wir können natürlich mal die Düppelgranate benutzen, weil da müssen ja eigentlich auch alle in den Arsch gehen. Aber wir haben ja nur zwei Stück gefunden bisher, ne? Vielleicht noch irgendwas, was wir freischalten müssen? Wenn wir gerade schon mal hier sind. Nö. Also die Wager möchte ich auf jeden Fall gerne behalten. Ah, wo kann ich denn keine sechste Waffe nehmen? Ah, weil Wager ist gut. Die M60 ist auch gut. Ah. Hm.
Die M4 ist gut, das Scharfschützengewehr ist gut. Ich weiß doch nicht. Packen wir nicht mal weg. Also mit Granaten bin ich einfach ein bisschen effektiver. Phosphorgranate, was macht die nochmal? Achso, das ist die Brandgranate, genau. Natürlich, ich Idiot. Ich könnte sie alle wegdüppeln. Aber wobei, eigentlich einmal will ich wenigstens den Effekt von der Düppelgranate sehen. Also auch wieder hier dieses Brrrr, wie es auch aus dem ersten Teil bekannt ist. So. Scheiße. Ja, genau. Mit dem ganzen Konfetti. Alter, guck ich das an. Und jetzt einfach mal ein paar Granaten reinpfeffern. Das wär's doch, oder? Ja, ist genau ein Plan. Kann ich auch mit Playboys ablenken? Nein, ne? Ich mag dieses Gekrusel, was da ist, ne? Also was dann... Ich weiß nicht, was das ist. Muss man aber vielleicht auch nicht wissen. Alter Vater. Der Angriff war sehr effektiv. Ah! Okay, ich glaube, da runterzufallen wäre uncool, oder? Würde mich höchstwahrscheinlich töten. Ja, Rest machen wir hier mit der M4. Es ist fies, ich weiß, aber... Oh, das haben nämlich alle gesehen. Seht ihr das da oben? Ist das eine Selbstschusskanone? Ja, meine Waffe! Für sowas wäre zum Beispiel die M60 eigentlich ganz geil gewesen. So. Warte, ich wollte gerade. Waffe erworben? Mittelgroße Automatikpistole für 9x18 PMM hatte ich noch nicht. Das hier macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber okay, weil die sieht echt gefährlich aus, die Kanone. So gefährlich sah die im ersten Teil noch nicht aus. Jetzt kann ich irgendwas öffnen. Kaputt machen. Ich kann nicht an der Tür, an der Wand klopfen, das ist schade. Oder? Warte mal, gibt's das? Ah, doch, mit R1, okay. Wo sind null? Okay. Ja, aber ich schätze mal, da runter möchte ich wahrscheinlich nicht, oder? Wenn die Löcher da reinfallen. Ah. Oh nein. Oh, die gehen tief runter. Ich möchte aber eigentlich auch ungern mit dem MK4 da so. MK3, Entschuldigung. Mit dem MK3 da jetzt runterfallen. Ich glaube, ich würde Unterkorn auch nicht so gut finden. Jetzt die extra Mühe gegeben. Use the force.